Ja, Vortrag heute, Heiterkeit bei der SPD und der FDP, das habe ich jetzt vergessen hier reinzuschreiben. Der wird quasi mit einem kleinen Video von mir eingeleitet und ich hoffe, dass das mit dem Audio einigermaßen funktioniert. Wenn nicht, muss ich es beschreiben, aber ich hoffe, die Audioübertragung hier funktioniert. Nein? Okay. Ja, das hab ich befürchtet. Ganz Ich kurz, hoffe, hattest du dass wir noch laufen. beim Teilen auf auch Ton teilen gedrückt? Warte mal. Wenn du auf Bildschirm freigeben gehst, Ja, Moment, kann ich ja noch mal kurz schauen. Jetzt müsste es gehen. Moment, neuer Versuch. Miss Gibson, it's very good to you all the choir, but what I would say is, I personally don't mind singing, but I certainly can't allow it in the chamber. Because before we know it, we could hear other tunes, and I don't want to get into that. So, you know, and some of them haven't quite got the voice on this side of the chamber as what they might have on there. So please, I don't want to sing off within the chamber. It's very good of you, much appreciated, but if you can just leave it for a little while. It's been very tense week already. I just don't need any extra. Thank you. Ja, okay, also ich werde das erstmal nicht stärker kommentieren. Das soll ein bisschen zeigen, in welchen Dimensionen ich parasprachliche Kommunikation verstehe. Ich habe es mal zum Anfang gezeigt. Sie haben das hoffentlich jetzt zur Kenntnis genommen. Ich sage nur kurz, was es war. Es ist ein Beitrag gewesen aus dem House of Commons, der etwa im Jahr 2016, 17 entstanden sein muss, und zwar in den frühen Phasen der Brexit-Debatten. Das ist nur schon mal vorweg gesagt. Und jetzt gehe ich in die eigentliche Sache hinein. Also, dass in Parlamenten gesprochen wird, ist ja offenkundig und ein Allgemeinplatz. Und Parlamente sind Orte der politischen Kommunikation, an denen idealiter politische Standpunkte über Argumente ausgetauscht werden sollen, an denen Gesetzesvorlagen besprochen werden, auch unter der Bezugnahme auf Moralvorstellungen, auf Weltbilder, Ideen und so weiter. Und es ist letztlich auch ein Ort, an dem Gesetze beschlossen werden sollen. Zuweilen werden Parlamente dabei von Linguisten auch als Sprechaktmaschinen am Werk bezeichnet. Dahinter verbirgt sich die breit geteilte Ansicht in der linguistischen Forschung, für die das Sprechen zugleich auch Handeln ist. Ja, wie es bereits in den 60er Jahren etwa Linguisten wie John Austin und John Searle ausgedrückt hatten. Das Projekt, das ich heute hier vorstellen möchte, will diese linguistische Perspektive ein bisschen umdrehen. Und meine Untersuchung von parasprachlicher und nonverbaler Kommunikation geht also davon aus, dass Handeln zugleich auch Sprechen sein kann. Ja, also das Räuspern, das Dirigieren einer Gruppe, haben wir ja gerade auch ein bisschen gesehen, der Zwischenruf als Form auch einer nichtsprachlichen Intervention, Gesang, gefolgt von dem Orderschrei, wie wir es eben gesehen haben, von Lindsay Hoyle, dem damaligen Deputy Speaker. Dies alles sind Beispiele von Handlungen, die letztendlich nicht nur eine Verlängerung der rein sprachlichen Kommunikation, politischen Kommunikation darstellen, sondern für sich ganz eigene spezifische Formen von politischer Kommunikation darstellen können. Ja, also eine wichtige Bedeutung quasi für die Arbeit des Parlaments darstellen können und auch zum Funktionieren des Parlaments beitragen können. Um diese Form der Kommunikation zu untersuchen, wird das Parlament nicht nur als Institution, sondern auch als sozialer Kommunikationsraum verstanden, dessen Funktion es ist, diese politische Kommunikation in der Institution Parlament zu regulieren, zu unterstützen oder zu verstärken. Der Sozialraum Parlament zielt im besten Fall darauf, die Handlungsfähigkeit der politischen Institutionen zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Die Abgeordneten im Parlament bilden dabei in diesem Sinne eine Community of Practice, wie ich es hier beispielsweise von Murphy übernommen habe, als Begriff finde ich sehr schön. Also eine Gemeinschaft, die sich durch gemeinsame Sets an Praxen und Interaktionsregeln begründet,
sich dabei auch selbst organisiert und verwaltet. Nicht nur in jeder Legislaturperiode muss sich dieser soziale Raum neu zusammenraufen und eine Form von Zusammenarbeit finden, mit der alle Mitglieder einverstanden sind, sondern auch eigentlich von Tag zu Tag im alltäglichen Geschäft des Parlaments nehmen diese Kommunikationsformen einen gewissen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit im Parlament. Meine Perspektive auf die soziale Interaktion, geprägte Stimmung im Plenarsaal hat die Annahme zum Hintergrund, dass über Parasprache und nonverbale Kommunikation ermittelbar wäre, in welchem Zustand sich die politische Kultur im Parlament und darüber hinaus vielleicht auch in der Nation, also in der Gesellschaft befindet. Warum nun ist der Blick auf Parasprache bzw. nonverbale Kommunikation reizvoll? Zunächst können darüber Formen der symbolischen und der ritualisierten Kommunikation erschlossen werden. Hierzu zählen spezielle formelle Regelsysteme, die sich Parlamente selbst gegeben haben. Dazu zählen aber auch informelle Praxen der Interaktion, die aus anderen sozialen Kontexten in das Parlament hineingetragen werden können, beispielsweise. Mit der Analyse von Parasprache tritt aber auch die Ausdrucksseite des Politischen in den Vordergrund. Also wie Stirner, Rohr, beziehungsweise eigentlich schon auch später dann deutlicher Söffner, auf den Punkt gebracht haben, die figurative Politik. Es geht mir also weniger um die Inhaltsseite des Politischen und der politischen Interaktion im Parlament. Also ich schaue mir nicht an, welche Gesetze werden besprochen, was reden die, was haben die für Argumente. Das interessiert mich nicht so sehr. Wenn, dann nur als Teil einer figurativen Politik. Also wenn das so wie bei Cato das Caterum Censeo quasi ist. Der von mir gewählte Ansatz ist in Teilen damit, ich würde es jetzt strukturfunktionalistisch vielleicht nennen, und in Teilen auch eine Kulturgeschichte der Politik. Strukturfunktionalistisch gehe ich davon aus, dass das Parlament als Institution nur dann existieren kann, wenn es auch als ein sozialer Raum funktioniert. Und da habe ich jetzt mal zwei Ansätze, einmal von Chef und einmal von Searle, John Searle ist ja schon mal genannt worden heute, auf den Punkt bringend hier zitiert, also die sich mit dem Entstehen und so Zusammenhalt von sozialen Verbänden und Institutionen beschäftigt haben. Also Society exists to the extent that its members are able to achieve attunement, the sharing of meanings and feelings carried by each sentence. So als Chef und Special klingt es dann so, institutions only exist in virtue of collective acceptance of some, ich kann das jetzt selber nicht lesen, Moment, das euch verschieben, something having certain status, where that status carries functions that cannot be performed without a collective acceptance of the status. Das heißt, wenn also parasprachliche und nonverbale Kommunikation die Herstellung und Aufrechterhaltung von Handlungs- und Arbeitsfähigkeit im Parlament unterstützt und dies eine Voraussetzung für ein funktionierendes Parlament ist, dann kann man mit deren Analyse auch etwas über den Alltag, aber auch über die Krisen und Konflikte in den Parlamenten und den Zustand der parlamentarischen Kultur aussagen, die ich eben schon formuliert habe. Was ist eigentlich, wenn diese Regeln jetzt nicht funktionieren? Ja, dass es eine Bedeutung und Wirkung von Kommunikationsregeln des Parlaments und deren Akzeptanz gibt, zeigt sich schon allein daran, dass die Gegner der parlamentarischen Demokratie eben genau auf die Kommunikationsregeln des Parlaments abzielen und sie attackieren. Ja? Also genau diese Regeln, die das Fundament für die soziale Struktur des Parlaments darstellen. Ein Rütteln an diesem Fundament soll das demokratische Parlament von innen heraus zerstören. Läuft dieser Prozess eben nicht mehr regelmäßig oder regelgemäß ab, zerfällt die soziale Struktur des Parlaments und schließlich hört auch die Institution Parlament, zumindest in seiner repräsentativ-demokratischen Verfasstheit, auf zu existieren. Thomas Mergel hatte dies bereits eindrücklich in einem Kapitel in seinem Buch zur Parlamentskultur in der Weimarer Republik aufgezeigt. Sein Blick war dabei stark auf die KPD, aber vor allem auch auf die zerstörerische und disruptive das disruptive Gebaren der NSDAP gerichtet. Mein Blick richtet sich dann aber weniger auf die Zerfallserscheinung eines Parlaments, sondern fragt umgekehrt, welche kommunikativen Faktoren die Parlamente eigentlich zusammenhalten, und zwar in einer Weise, dass der ihnen zugeschriebene Zweck auch weiterhin erfüllt werden kann. Das Projekt fragt quasi in so einer Art Längsschnitt nach dem Wandel und den Dynamiken der parlamentarischen Kultur im Zuge der Normalisierung der parlamentarischen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich vergleiche dabei das House of Commons mit dem Bundestag. Das sind quasi meine Hauptbeispiele, an denen ich mich abarbeite. Es fragt dabei auch, gibt es so etwas wie eine Pazifizierung, eine Routinisierung
vielleicht auch eine Zivilisierung, der Begriff, der changiert bei mir noch so ein bisschen, wie man das jetzt einsetzen könnte, in den Parlamenten. Also welche Konjunkturen gibt es, wo sich das Parlament eher beruhigt, dann wieder ein bisschen lebhafter wird, im Zweifel auch mal vielleicht aggressiver. Das sind sozusagen die großen Fragen, die daran geknüpft sind. Der Zeitraum, der steht ja bereits hier. Es geht also um den Zeitraum 45, 49 bis 2002 etwa. Franzt aber am Ende ein bisschen aus bei mir. Es interessieren mich dabei mehrere Dinge. Wie lässt sich zum Beispiel aus einer quantitativen Analyse von solchen parasprachlichen Kommunikationsbeiträgen etwas über die Lebendigkeit der Parlamente herausfinden? Welche spezifischen Fingerabdrücke haben die verschiedenen Legislaturperioden? Sind etwa hitzige Debatten in den 50er Jahren unter Adenauer anders gelagert als in den 80ern unter Schmidt oder Kohl? Wie sieht es demgegenüber mit dem Alltagsgeschäft in den jeweiligen Legislaturperioden aus? Was ist eine typische Fragestunde? Wie funktioniert eine typische Haushaltsdebatte in beiden Parlamenten? Hinzu tritt zudem auch die Wahrnehmungsebene der Parlamentarier selbst. Also mit welchen Gefühlen und Gedanken haben sie im Parlament gearbeitet? Wie wurde die Arbeit im Parlament erlebt? Auch die Geräuschkulisse, auch dieses parasprachliche Gebaren. Was wird als Tumult wahrgenommen? Was als Kränkung, als Beleidigung und so weiter? Lassen sich also idealtypisch sogar Stile bei bestimmten Abgeordneten ausmachen oder idealtypische Abgeordnetentypen, also quasi Abgeordnetentypen von parasprachlicher Kommunikation. Welche Faktoren haben die Parlamentarier besonders herausgefordert und wie wurde jeweils wieder an einer Vergemeinschaftung innerhalb des Parlaments auch fraktionsübergreifend gearbeitet? Ich habe mal eine kleine Gliederung hier vorbereitet. Alles Work in Progress, kann sich auch noch wieder ein bisschen ändern, alles. Meine derzeitige Aufteilung des Buches gliedert sich entlang bestimmter Herausforderungen, habe ich das jetzt mal genannt, denen sich die Parlamentsgemeinschaft im Laufe meines Untersuchungszeitraums hat stellen müssen. Ich nenne mal vier wichtige Herausforderungen. Herausforderung Nummer eins ist der Alltag, der letztlich ja auch bewältigt werden muss, zumal wenn sich in wandelnden sozialen und politischen Zusammensetzungen des Parlaments auch dementsprechend dieser soziale Raum im Alltäglichen verändert. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist das Neuerlernen des politischen Dualismus von Regierung und Opposition im Parlament direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben in beiden Parlamenten die Situation, dass der übliche Ablauf des Parlamentes durch den Krieg gestört war, in Deutschland, im deutschen Beispiel ja sogar im Grunde zerstört war, auch wenn da immer noch so eine Art Parlamentsattrappe getagt hat in der Krolloper. Und wie wird sozusagen nach dem Krieg unmittelbar wieder versucht, dieses Spiel von Opposition und Regierung einzustudieren. Eine weitere Herausforderung, in der ich jetzt gerade aktuell auch gesessen habe, sehr stark, das sind für mich die farbgetupften Fremdkörper, Mitte in Anführungszeichen, das sind weibliche Abgeordnete im Parlament, die in der Tat, wenn man sich das sozusagen vor allem mit den Memoiren der Abgeordneten beschäftigt, eine sehr wichtige Herausforderung offenbar für die Parlamentarier, die männlichen Parlamentarier war und daher bilden sie hier auch ein Kapitel. Eine letzte Herausforderung, die ich noch nennen kann, das wäre sozusagen das Einziehen von neuen Parteien beziehungsweise auch von neuen Abgeordnetentypen in den parlamentarischen Alltagsprozess hinein. Hierzu zählt dann aber auch nicht nur die neue Parteien, wie beispielsweise die Grünen, die Scottish National Party, die dann an Bedeutung gewinnt im House of Commons, wegen mir auch die PDS, ab den 90er Jahren. Hierzu zählt auch die Generationenfrage. Was passiert eigentlich, wenn die sozialdemokratischen Frauen in den 70er Jahren plötzlich völlig andere Vorstellungen davon haben, was Politikfelder sein sollen, die man beackern möchte, als diejenigen weiblichen Abgeordneten aus den 50er Jahren, die immer noch natürlich im Parlament dann waren. Also diese Generationenkonflikte spielen ja dann auch nochmal eine kleine Rolle. Nur kurz zum Unterschied, ich will es nicht zu lang ausbreiten. Beide Parlamente sind in ihrer Anlage natürlich unterschiedlich, ihre Regeln, ihre Arbeitsweise, die historischen Traditionen, aus denen sie sich quasi begründen heraus, sind sehr, sehr unterschiedlich. Die muss natürlich in der Analyse in gewisser Weise Rechnung getragen werden. Ich will es mal ganz kurz nur auf den Punkt bringen, was jetzt die wesentlichen Unterschiede sind. Also am einfachsten lässt sich das immer aufteilen in Rede- und Arbeitsparlament, also ein Redeparlament, ein Parlament, in dem eher noch quasi im Prozess des Sprechens an den Gesetzen gearbeitet wird. Das Arbeitsparlament hingegen ist eher das Parlament, wo die Gesetze woanders verhandelt werden und im Parlament im Grunde nochmal die Diskussion nachgespielt wird. Also das mal ganz grob. Das ist natürlich viel komplexer. Ich klicke jetzt ja auch mal weiter in die
Arbeitsparlament, Bundestag, Folie, dann können Sie das auch noch schnell lesen. Aber es geht vor allem darum, diesen Unterschied zumindest deutlich zu machen. Das Interessante dabei ist aber, dass beide quasi in ihrer Andersartigkeit doch ähnliche Phänomene immer wieder aufweisen und sogar in den Dingen, wo sie eigentlich unterschiedlich sind. Das ist relativ spannend, das kann ich jetzt schon sagen. Dazu kann ich aber später noch ein bisschen mehr erzählen. Ganz kurz zur Parasprache auch, was ich damit eigentlich meine. Der Begriff Parasprache oder nonverbale Kommunikation, das ist nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich gelagert. Der ist quasi schon eine Weile in der linguistischen Forschung beforscht. Ich glaube, es spielt wenig eine Rolle in den historischen also in den Geschichtswissenschaften oder historisch forschenden Fächern. Als Parasprache werden bei den Sprachwissenschaften meist sprachbegleitende, nicht verbale Kommunikationsmittel bezeichnet. Und im Grunde deckt die Parasprache, wie es ja hier auch von Carroll aus dem Handbuch für die Linguistik mal aufgenommen habe, alle Bereiche des Sprachwissens ab, also alle vier wesentlichen Bereiche, also die Semantik, also Parasprache als Transporteur von Bedeutung, in der Syntax, also es ist Teil der Struktur von Sprache teilweise, ne, also das Räuspern und so, die Phonologie, also wie es dann eben klingt, wie die Sprache klingt, kann einen Unterschied machen und auch die Pragmatik, also die mit der Sprache verbundenen sozialen Regeln spielen eine Rolle. Nicht alle diese Elemente werden in meiner Arbeit natürlich jetzt Beachtung finden, aber ich wollte es zumindest mal hier für Sie deutlich gezeigt haben. Also was zum Beispiel nicht so sehr bei mir Beachtung finden wird, das sind so typische Sachen hier, Intonation, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verlangsamung von Sprechen, die Lautstärke, die Silbenbetonung und Pausen. Das wird weniger stark eine Rolle spielen. Worauf ich eher abziele, das sind so Parlamentsspezifika, würde ich mal sagen. Also Zwischenrufe, Ordnungsrufe, Akklamationen, also Applaus, das zustimmende Rufen, das hört, bravo, ne, das kennt man ja alles. Aber auch Ausdruck von Emotionen, Lachen, Wut, Schreien. Dazu kommen natürlich auch noch besondere Formen wie Regelbrüche über parasprachliche Kommunikation, also Proteste, die mit Plakaten und Flugblättern begangen werden. Dazu gehören Beleidigungen, Unhöflichkeiten, wie es hier auch schön steht. Das mache ich ein bisschen einen schönen PowerPoint-Karaoke, aber egal. Also quasi alle Handlungen, Sprachhandlungen, die in gewisser Weise der Würde des Hauses entgegenstehen. Und dazu gehört auch, und deswegen, ich habe ein weiteres Video vorbereitet, dazu gehören auch Ritualstörungen wie der Zepterklau. Und den zeige ich Ihnen jetzt einmal kurz, was das bedeutet. I think David debate to resume what they. I'm grateful to a dedicated servant of the house for bringing forward the mason, restoring it to its place. I'm sorry, but under the power given to me by standing order number 43, and I think the honourable gentleman will know the implications of his action, I must order the honourable gentleman to withdraw immediately from the house for the remainder of this day's sitting. Ja, also was wir hier gesehen haben, das war der Zepterklau eines Labour-Abgeordneten, auch wieder in Brexit-Debatten, relativ zeitnah, ich glaube 2018 oder 19 oder 20 oder sowas in dem Dreh war das. Und dort wird quasi das sogenannte Ceremonial Mace entwendet vom Tisch. Und das hat natürlich eine besondere Bedeutung im parlamentarischen Betrieb, denn ohne dieses Ceremonial Mace kann das Parlament nicht tagen. Es darf nicht tagen oder das Ding. Also wenn das jemand mal klaut, dann ist das einfach sehr schlimm. Und es ist im Grunde steht es für, ich weiß nicht, ob jemand die Funktion des Ceremonial Mace kennt, aber im Grunde steht es für die Präsenz des Königs im Parlament, der ja seit dem versuchten Stürmung des Parlaments des Charles, König Charles, nicht mehr das Parlament betreten, also das House of Commons betreten darf. Ne? Also das ist seitdem verboten für den König. Und das Mace dient hier quasi als eine Art Ersatz für den Körper des Königs. I think David. Ups, so. Ich habe es auch nochmal, weil wir ja hier mit, ich habe ja hier mit Heraldikern zu tun, also habe ich mir einfach mit erlaubt, ein Wappen zumindest zu zeigen, und zwar einfach nur, um die Bedeutung des Mace nochmal kurz hervorzuheben. Das ist das Ceremonial, das Wappen der Speakerin Betty Boothroyd.
Und sie hat auch das Mace ganz quasi zentral hier in ihr Wappen eingearbeitet. Ihr Motto übrigens, I speak to serve, kann man hier auch sehen. Einfach nur mal die Bedeutung dieses Mace auch nochmal hervorzuheben. Was wir auch gesehen haben, die Abgeordneten riefen, also zeigten auf den entsprechenden Labour-Kandidaten, meistens Tory-Abgeordnete, und riefen sehr laut, name him. Was bedeutet, der Speaker soll sozusagen diesen Abgeordneten namentlich benennen, was im Grunde den Ausschluss aus dem Parlament für den Tag der Sitzung beziehungsweise bis zu 5 Tagen auch bedeuten kann. Eine weitere schwere Störung sind zum Beispiel auch Gewalttaten. Ja, das sind sehr große Ausnahmen, aber ich will sie ganz kurz nur erwähnen, die in Parlamenten vorkommen können. Die spielen quasi am Rande eine Bedeutung. Ein Beispiel ist hier beispielsweise die Ohrfeige Bernadette Devlins im House of Commons, die den Home Secretary Reginald Maulding am 31. Januar 1972 getroffen hat. Eigentlich wollte sie den Premier Edward Heath treffen. Das hing alles zusammen mit dem Bloody Sunday. Auch hier kam es natürlich zu entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen. Sie werden quasi einen gewissen Teil meiner Arbeit ausmachen. Eine besonders spannende Form aber der Parasprache ist eben der Zwischenruf. Und dieser ist eben nicht nur nach dem Gesagten analysierbar, also was ist dazwischen gerufen worden konkret, was ist der Satz oder das Argument vielleicht, ja, manchmal werden ja auch Argumente eingeworben in solche Zwischenrufe, sondern der Zwischenruf wird in meiner Arbeit explizit als parasprachliches Phänomen hier analysiert. Also die Worte, die gesprochen wurden, sind dann Teil dieses parasprachlichen Phänomens. Ja, und Dolph Sternberger hat das in den 50er Jahren mal so schön formuliert für ihn, was der Zwischenruf ist. Also die politischen Enthüllungen oder Urteile kollektiv mit Pauken und Beckenschlägen zu untermalen, Fronten hörbar zu machen, die Schlachtreihe durch wohltuendes und sich rasch fortpflanzendes scharfes Feldgeschrei zu wecken und zu schließen und dem Gegner Angst einzuflößen. Wie stark Zwischenrufe einen parasprachlichen Eindruck auf den Betrachter parlamentarischer Debatten ausüben, wird hier eigentlich sehr deutlich. Diese Kombination aus Orchestertönen, Schlachtlärm, wie sich Sternberger hier in die Zwischenrufdynamik von Parlamenten hineindeutet, veranschaulicht nicht nur die Außenwahrnehmung auf das tagende Parlament, sondern veranschaulicht auch, wie elementar diese Form der politischen Kommunikation offenbar für das Handeln in den Parlamenten sein kann und auch wahrgenommen wird. Es ist aber nicht nur die Geräuschkulisse, sondern auch ein aktiver Teil der politischen Kommunikation. Intentional, manchmal gesteuert, manchmal spontan, aber immer mit dem Ziel, erhört bzw. gesehen zu werden. Oft agonal angelegt, also quasi ringend, mit den Vertretern der anderen Fraktionen. Und hieraus speist sich ja auch immer wieder die Kritik an den Parlamenten und weithin gemachte Vorwurf, dass Parlamente lediglich Schaubühnen der Politik sein würden, wobei die wirklichen Entscheidungen ja irgendwie hinter verschlossenen Türen stattfinden, in Ausschüssen, in den Büros, den Fluren der Abgeordnetengebäude und so weiter. Ja. Somit ist dann der Überraschungseffekt in den Parlamenten immer relativ gering und da schließe ich ja immer vorher schon feststehe, wie eine Abstimmung ausgeht. Dem ist natürlich nicht immer so. Als Folge würden dann die Politiker mehr oder weniger aus dem Fenster heraussprechen, das heißt sich an den Zuschauern von außen richten und nicht an die anderen Parlamentarier, und die Rede ist dann oft von Schaufensterparlamenten. Das stimmt in der Form nicht so, aber sagen wir, es ist nicht so einfach. In der Forschung hat der Zwischenruf in Parlamenten bereits viel Aufmerksamkeit erhalten. Er wird hier etwa als mehrfach adressierte Sprachhandlung, wie es Kühn bezeichnet hat, eingeschätzt, die sowohl die eigene als auch andere Fraktionen, aber auch die Öffentlichkeit im Schaufensterparlament ansprechen kann. Ich würde sogar behaupten, dass dies nicht nur bei Zwischenrufen der Fall ist. Auch Reden können bewusst in einer Weise konstruiert sein, dass diese nicht nur das Plenum ansprechen, sondern parasprachlich effektvoll so angelegt sind, dass bestimmte Stellen der Reden hervortreten. Man sieht das heute vor allem viel mehr. Als Beispiel nenne ich mal die AfD, die ganz bewusst Momente im Parlament inszeniert, um sie dann später auf Twitter effektvoll quasi darstellen zu können. Zuweilen wird der Zwischenruf in seiner Ausprägung auch als ein antiritualistisches Ritual bezeichnet, wie es etwa Hitler getan hat. Ja, also das ist ganz spannend, weil das Parlament ja eine ganz interessante Bedeutung im Parlament hat. Ja, nach der Geschäftsordnung beispielsweise des Bundestages ist der Zwischenruf offiziell gar nicht gestattet. Es darf nur der reden, dem das Wort vom Präsidenten erteilt wurde. Aber dennoch erfährt es eine besondere Form der Duldung, die sogar so weit geht, dass die im Wortlaut durch die Stenografen
dass diese im Wortlaut durch die Stenografen mit notiert werden sollen. Und teilweise gehen sogar die Abgeordneten dorthin und sagen, das habe ich gerade dazwischen gerufen, lieber Stenograf, schreib das bitte mal noch ins Protokoll. Ja, und das wird dann auch gemacht. Zu diesen parasprachlichen und nonverbalen Untersuchungen in Parlamenten oder in Parlamentskulturen gibt es relativ wenig. Das Projekt zielt schon in gewisser Weise auf ein gewisses Forschungsdesiderat. Es gibt aber einzelne Untersuchungen zum Bundestag, zum House of Commons, aber auch zu anderen Parlamenten, die sich mit meinen Fragen auch mit beschäftigt haben. Eine Synthese steht da meist aber aus. Ich möchte nur einige Aspekte anreißen, wirklich kurz, die auch für das Projekt für mich spannend waren, zumindest mich damit zu beschäftigen. Dazu zählte unter anderem auch die Frage der Rolle von Medien, die Frage nach dem Einfluss von neuen Parteien auf den Parlamentsbetrieb und solche Dinge eben. Ich habe zwei Forschungen, einmal die von David Judge, wo er fürs House of Commons versucht hat nachzuempfinden, wie oft es sozusagen der Speaker bestimmte Standing Orders, hier als SOs ausgewiesen, aussprechen musste. Also diese Standing Order, die wir gerade gesehen haben, John Bercow da ausgesprochen hat, das war die Standing Order 43 zum Ausschluss aus dem Parlament. Und man kann hier schon sehen, es gibt hier gewisse Tendenzen. Ja? Wir haben am Anfang 45, 50 auch noch gewisse Standing Order Phänomene und das flaut dann wirklich ab und wird sehr ruhig im Parlament. Und eigentlich erst in der Thatcher-Ära gibt es hier wesentlich mehr Ordnungsrufe und ähnliche Faktoren, wo ganze Sitzungen auch mal abgebrochen werden mussten aufgrund der großen Unruhe im Parlament. Dazu gibt es, wie gesagt, schon erste Untersuchungen. Es gibt auch eine Untersuchung von Philip Cawley und Philip Norton über die Frage, wie oft sozusagen die Abgeordneten dissenting votes, also quasi von ihren Fraktionen abgewichen sind. Man kann auch hier sehen, dass offenbar diese Thatcher-Zeit und die Vorzeit zu Thatcher, also 74 bis 79 unter McGallagher und Wilson, dass dort besonders stark die Abweichungsphänomene vorhanden sind, auch jeweils. Also Labour hat sehr stark von den eigenen Regierungsvorhaben abgewichen, aber dann die Konservativen später dann auch. Das nur so viel zu diesen ersten Untersuchungen. Andere Sachen, wo ich drauf geschaut habe in der Forschung, wie wirken sich beispielsweise die Einführung von Parlaments-TV auf die Debatten selbst aus? Und da gibt es auch Untersuchungen, ich mache das nur ganz kurz, also es gibt verschiedene Forschungen, also beispielsweise eine interessante Untersuchung von Mark Vernon Swartz über die Einführung des Parlamentsfernsehens in den USA und in Großbritannien. Und die sind jeweils nicht über die Parlamente selbst getrieben worden, sondern über die zweite Kammer. Jeweils, ja, also das House of Lords und der US Senate, die haben zuerst auf die TV-Rechte gedrängt, wohl auch um ihre eigene Bedeutung zu erhöhen, wieder, weil man dann doch ins Hintertreffen geraten war in den Jahren davor. Es gibt eine Untersuchung, wie gesagt, auch von Norton nochmal, der nachgewiesen hat, dass sich der Ruf des House of Commons verschlechterte nach dieser medialen Präsenz. Das ist auch relativ interessant. Es gibt eine weitere von Schiller, der nachweisen konnte, dass vor allem nachdem das Parlaments-TV eingeführt wurde, der Bericht in Zeitungen in Deutschland gestiegen ist über Parlamentsdebatten und in Großbritannien, wo das meiste letztendlich früher stand, weil man sonst gar nichts mitbekommen hat aus dem Parlament, dann eher gesunken ist. Ja. Die andere Studie nenne ich jetzt mal nicht, ich eile mal voran. Es gibt, wie gesagt, auch erste Untersuchungen zu der Frage, was neue Parteien eigentlich im Parlament ausgelöst haben. Ne? Da auch dieser Einfluss auf die Parlamentskultur durch diese Einführung neuer Parteien. Die Grünen und die PDS haben etwa Dynamiken im Parlament noch einmal verschoben und den sozialen Raum im Parlament mehr als einmal neu herausgefordert. Man mag sich erinnern, als die Grünen eingezogen sind. Dennoch stehen auch hier die Irritationen und wahrgenommenen Störfaktionen gegen die Vergemeinschaftungstrends im Parlament. Also so sehr das auch gestört hat, wirkten sofort auch wieder Vergemeinschaftungskräfte. Warum die Grünen jetzt beispielsweise als Provokation wahrgenommen worden sind, ist mehrfach untersucht worden. Ich habe mal eine ältere Studie hier genommen, die es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt bringt, was die anderen Abgeordneten für Probleme hatten. Das sind so Prinzipien politischer Kultur, dieser gesinnungspolitische Stil, der ihnen unterstellt wurde, Fragen von Verletzungen von Benehmen und Anstand, natürlich die kleine Frage der Haarstil und all diese Dinge, man kennt das ja. In besonders scharf formuliert wurde immer wieder, dass sie die Würde des Hauses mit ihrem Erscheinungsbild verletzt hatten.
Auch zu den weiblichen oder zu den weiblichen Abgeordneten gibt es einige Untersuchungen, weniger zu der Parasprache tatsächlich, sondern eher nur zu diesem sozialen Raum so ein bisschen. Klar ist, dass das in beiden Parlamenten die weiblichen Abgeordneten marginalisiert sind. Ich habe diesen Begriff der Farbtupfer, der ist nicht von mir, den hat Erich Mende formuliert, bereits im ersten Bundestag, das war damals der Vorsitzende der FDP. Schon in der ersten Sitzung spricht er davon, das waren diese vereinzelten Tupfer und das waren dann die Frauen im Parlament. Diese Marginalisierung betraf den Bundestag. Wir sehen es ja hier, also 1987 erst erreicht der Bundestag einen Anteil von 15,4% Frauen. Davor liegt er immer unter 10%. Und im House of Commons ist es noch schlimmer eigentlich. Im House of Commons liegt ja bis in die 90er hinein deutlich unter 10%. Und erst mit New Labour unter Tony Blair ziehen dann 101 Frauen in das Parlament erstmals ein auf der Labour-Seite, während die Tories immer noch bei 13 oder ähnlich herumdümpeln. Es gibt einige Untersuchungen, die sich mit der Frage der Kommunikation beschäftigt haben bei Frauen. Wir sehen es hier, die Childs-Untersuchung bezieht sich vor allem auf das Parlament, etwa in der New Labour-Zeit. Und da haben die Frauen selbst ihre Aussagen treffen sollen, die weiblichen Abgeordneten. Sie haben dann ihr Verhalten als less combative and aggressive, more measured, less standing up and shouting, more cooperative, less competitive, speaking a different language, all diese Dinge eben bezeichnet. Und es ist ganz interessant, dass sie im Grunde immer so elativ sind zu männlicher Kommunikationsform. Weniger mehr immer. Ne? Also es ist sehr stark an männlichen Kommunikationsformen orientiert, findet eigentlich wenig eigenes Vokabular, was sie denn eigentlich sind. So ein bisschen. Das ist ein recht interessanter Befund, den ich so nebenbei noch damit herausgezogen habe aus der Studie. Ja, auch ein Grund, warum jetzt so wenig Frauen sich auch im House of Commons immer wieder so etablieren konnten lange Zeit. Hier nennt Theresa May vor allem die kämpferische Stimmung im Haus und unter den MPs. Und das ist interessant, weil das finde ich eigentlich, wenn ich mir die Quellen anschaue, in allen Zeitbereichen, dass die Frauen immer quasi auf diese Männerclubs, auf diese sehr inklusiven Männerclubs rekurrieren und sagen, das ist im Grunde das Problem, an dem wir schwer vorbeikommen letztendlich. So, die Marginalisierung der Frau im Parlament hat also mehrere Faktoren, die in der Forschung schon besprochen sind. Also es gibt, Christian Heinzen hat das neulich mal genannt, die Ghettoisierung in politische Themenfelder, also dass Frauen immer nur in Bildung, Gesundheit, in solchen Feldern gearbeitet haben, lange Zeit im 20. Jahrhundert. Ich würde sogar so weit gehen, die Ghettoisierung hat den sozialen Raum komplett erfasst im Parlament, also auch die physischen Räume des Parlaments selbst, zumindest bis in die 80er Jahre hinein. Frauen werden wahrgenommen als Eindringlinge, als Intruders in männlich dominierte Räume, wie es Silvia Rogers 93 angemerkt hatte. Frauen lösten Unbehagen, Unease bei den Männern aus, wie es Hollis, eine Biografin Shirley Williams, formulierte. Frauen fühlten sich wie Fremdkörper, und das ist Süßmut, also Rita Süßmut selbst in dem Band von Körner, da gab es auch diesen wunderbaren Film, Die Unbeugsamen, der eine oder andere mag ihn gesehen haben. Und die Wahrnehmung eben der Frauen als bunte Tupfer, das ist nicht nur ich, dass ich jetzt da so stark drauf ziele, auch Gisela Notz hat das schon mal 2007 genannt, die bunten Tupfer, und ihr Buch Mehr als bunte Tupfer sollte im Grunde das ein bisschen widerlegen. Und ich versuche natürlich auch nicht dieses Bild zu verstärken, sondern was mir wichtig ist, eben zu zeigen, welche Gegenkräfte hier gewirkt haben, auch im parasprachlichen. Weibliche Abgeordnete unterlagen also einem gewissen exotisierenden Blick. Und ich gebe jetzt mal kurz ein paar Fotobeispiele, nur um das ganz schnell auf den Punkt zu bekommen. Was wir hier zum Beispiel sehen, das ist ein Foto, also quasi kein Foto, Quatsch, das ist eine Zeichnung aus der Illustrated London News von 1919. Es zeigt den Einzug von Lady Nancy Astor, der ersten Frau, der ersten weiblichen Abgeordneten im Parlament, im House of Commons. Sie beschreibt, also die News beschreibt es folgendermaßen: Her entrance was greeted with hearty cheers and later she received many congratulations. After taking the oath and singing the roll, she shook hands with the speaker and passed out of the house behind his chair. Sie trug dabei ein Blue Tailor Costume with white collar, also das wird dann hinterhergeschoben, dazu den Velvet Tock, den Seidenhut. Wir sehen hier also schon diese Hinwendung auf diese farbliche, wir sehen es natürlich nicht an der Zeichnung selbst, aber die Hinwendung auf diesen farblichen Aspekt der Frau im Parlament. Ich habe ein anderes Foto aus dem Kabinett Thatcher Nummer 3, 1987. Thatcher ist quasi gerade wieder neu gewählt. Und hier ist ihr wunderbares Kabinett. Sie sitzt zwischen den Herren und deutlich sticht sie hervor mit ihrem blauen Kostüm in der Mitte. Ein weiteres Foto, was in derselben Zeit etwa entsteht, 1984,
Das Kabinett Reagan I von 1981. Wir sehen hier auch drei Frauen. Eine hat sich einigermaßen gut mit einem dunkelblauen Kleid verstecken können. Aber beispielsweise Heckler und Kirkpatrick sind hier sehr stark präsent in Rot, in roten Kostümen. Und zuletzt auch, dass es auch anders geht, aber durchaus nicht unbedingt besser für Frauen dann ist. Das ist das eine Kabinettsfoto von Kohl 3, 1987 entstanden, ohne den Farbtupfer, aber wie wir hier sehen, während Dorothee Wilms damals die innerdeutsche Ministerin für innerdeutsche Beziehungen hier einigermaßen noch hervortritt, weil sie auch in der ersten Reihe stehen durfte, hat man Rita Süssmuth quasi in die zweite Reihe hinter Kohl direkt und Weizsäcker platziert, also, dass sie quasi auch in diesem schwarzen Kostüm oder ja, Jackett und Rock quasi verschwindet schon fast. Ne? Also der Farbtupfer war in gewisser Weise auch eine Sichtbarkeitsmachung von Frauen, auch wenn es den exotisierenden Blick immer verstärkt hat. Ganz kurz zu den Quellen und dann gehe ich auch schon in die Ergebnisse. Was ich auswerte an Quellen sind unter anderem Bundestagsprotokolle 49 bis 1990. Ich gehe jetzt weiter, das ist eine ältere Folie, ich habe gerade gemerkt, dass ich sie nicht aktualisiert habe. Also es geht bis 2002 sogar weiter etwa, also bis Schröder 1 vorbei ist. Die Daten haben wir unter anderem aus dem Bundestagsarchiv, unstrukturiertes XML-Format, aber auch das Germapar-Korpus, das wir jetzt seit Neuestem auch mit anzapfen konnten. Dazu kommen auch Audioaufzeichnungen des Bundestags seit den 50er Jahren, beziehungsweise auch Videoaufzeichnungen. Und für den, das sind die digitalen Quellen, für den Hansard, also sozusagen die Dokumentation der House of Commons-Debatten, benutze ich zwei Corpora, den Hansard quasi aus von Milbank selbst, den man auch quasi sich herunterladen auf den man einfach zugreifen kann. Und teilweise benutze ich auch Werkzeuge des Brigham Young Corpus der amerikanischen Uni. Dazu kommen natürlich aber auch Ego-Dokumente, Autobiografien, Lebensänderungen der Abgeordneten, Fachaufsätze von Mitarbeitern, Unterparlamentariern, Interviews in Tageszeitungen, Radio, Fernsehen etc., aber auch die Biografien, die von dritten Autoren verfasst worden sind über diese Abgeordneten. Warum mache ich das? Nur aus den reinen, sagen wir mal, aus den reinen Auswertungen wird kein gutes Buch, sage ich einfach mal so. Das muss ein bisschen Fleisch an die Knochen, um da auch eine Geschichte erzählen zu können. Und es ist auch so, dass es gibt durchaus eine trügerische Sicherheit, wenn man jetzt nur die Statistiken so auswertet, merkt man schnell, manchmal kommt man einfach nicht weiter. Man hilft einfach nicht, man muss einfach in die Daten, in die Texte selber wieder hineinschauen. Man muss sich diese Empfindungen dieser Abgeordneten genau anschauen, um herauszufinden, was bestimmte Phänomene dann eben ausgemacht haben. Hinzu kommen außerdem auch Geschäftsordnung, Standing Orders, spezifische Rituale und festgeschriebene Zeremonien, die in diesen Parlamenten stattfinden. Ich schaue mir auch institutionelle Ordnungshüter an. Jetzt habe ich hier die Bundestagsordnungshüter angesprochen, aber es gibt natürlich auch die Shareway, den Chairman of Ways and Means. Es gibt den Sergeant at Arms im House of Commons und auch den Speaker eben selbst und den Deputy Speaker, den Stellvertreter. Warum mache ich das? Warum jetzt auch die digitalen Methoden einsetzen? Also für mich sind sie vor allem Unterstützung für das Vorhaben. Ich gehe diesem Ansatz nach, das Blended Reading von Lemke. Also die Idee, dass man immer wieder zwischen beiden Ebenen hin und her springt und versucht dann einfach tiefer in ein bestimmtes Problem hineinzukommen, auch eventuell mit, sagen wir mal, Merkwürdigkeiten, die mir im Close Reading auffallen, im Distant Reading anzuwenden, umgekehrt. Ja, also das ist sozusagen die Idee. Natürlich sind große Texte nur digital zu bewältigen, das ist ein ganz simpler Grund, warum ich es auch benutze und durch die Ergebnisvisualisierung hoffe ich mir tatsächlich auch neue Erkenntnisse. Über den gesamten Untersuchungszeitraum ist es natürlich möglich, also die Daten sind groß genug und die Verschränkung von qualitativer und quantitativer Analyse ist für mich quasi der neue Zugriff auf diese Frage, die hoffentlich mehr bringt, als wenn ich nur eins oder das andere machen würde. Genau. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele und zeige Ihnen, was ich so herausfinden konnte bereits. Was Sie hier sehen, ist eine Liste von Abgeordneten, gerankt nach der Häufigkeit, wie sie unterbrochen worden sind, während sie Reden gehalten haben im House of Commons. Das gilt für das Attlee I und Attlee II Kabinett, also 1945 bis 50 beziehungsweise 1950 bis 51. Und was Sie hier sehen, ist sozusagen eine Aufstellung, also Herbert Morrison beispielsweise im ersten Attlee-Kabinett ist der Abgeordnete, der am häufigsten unterbrochen wird. Im zweiten Attlee-Kabinett ist es dann Winston Churchill, der Leader of Opposition.
Herbert Morrison war es nebenbei bemerkt auch Leader of the House, also der so eine Art, ja, schwierig mit deutschen Beispielen zu vergleichen, aber so eine Art Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei. Es ist aber schwer zu vergleichen. Warum habe ich das gemacht? Die Idee ist sozusagen mal zu schauen, welche Abgeordneten sind besonders stark, also wir haben besonders stark den Furor der anderen quasi herausgefordert. Was man hier einschränkend hinzusagen muss, also das basiert auf einem Korpus, was wir aus den Protokollen selbst herausziehen konnten, dass das Parlament erstens nicht, das House of Commons erstens nicht alle Interruptions notiert, also da fehlt garantiert eine Menge Interruptions, aber wir werden sie nie herausfinden, weil leider auch die Aufzeichnungen erst seit 1980er Jahren stattfinden, also wir wissen es einfach nicht, die Dokumente sind alles, was wir haben. Zweitens, die Interruptions sind oft nicht weiter führend. Also oft steht da nur Interruption. Es steht leider nicht, was reingerufen wird, sehr oft dabei. Und ist vor allem, drittens, viel schlimmer, es steht nicht da, wer hereinruft. Also wir können leider nur messen, wem quasi hineingerufen wird. Es ist schwieriger herauszufinden, wer da hereingerufen hat, nämlich gar nicht herauszufinden derzeit. Die Opposition ist also hoffentlich, aber davon kann man nicht unbedingt immer ausgehen, aber das ist sozusagen dann die Lösung dazu. Was ich dann auch noch gemacht habe, weil ich gedacht habe, Herbert Morrison, Platz Nummer 1, der eigentliche Premierminister, der taucht hier gar nicht auf. Ich finde hier eine Menge Mitglieder sozusagen des Kabinetts von Attlee, also Manny Shinwell habe ich hier, Hugh Dalton, weiter unten sehen wir Anurban Bevan zum Beispiel, der junge Arbeiterführer. Attlee taucht hier erst auf Rang 21 auf. Also habe ich eine Liste erstellt, wann die Premierminister jeweils und in welchem Rang die eigentlich da changieren. Und was dann auffällt ist, und wenn man alle diese Sachen durchgeht, dass Attlee erstaunlicherweise immer sehr hinten, sehr weit hinten rangiert, während die Premierminister in der Regel sogar, im Grunde seit Wilson, nur noch auf Platz 1 rangieren in der Häufigkeit, wie da die Interruption passiert. Das ist ein Phänomen, was ich... Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen schon so tief erklären, aber das kann ich noch nicht hundertprozentig auflösen. Warum ist Attlee da so wenig unterbrochen worden? Herbert Morrison scheint in gewisser Weise diese Rolle für sich aufgenommen zu haben als Leader of the Opposition, scheint so eine Art Ersatzfigur gewesen zu sein für diesen Ärger oder für diese Interruptions. Anders lässt es sich schwer erklären. Eine andere Sache, die wir dann damit machen konnten, ist mal zu schauen, eben, wie oft finden Zwischenrufe im Vergleich zwischen Männern und Frauen im House of Commons statt. Da haben wir so eine Statistik hier erstellt. Man sieht Female, Male, ne? Also, und muss ich kurz wieder zur Seite schieben, damit ich besser sehen kann. Ja, die blauen sind Female und die männlichen Male. Und man sieht, im Grunde ist es relativ ausgeglichen, es gibt aber Ausreißer. Das erste Problem, wenn es relativ ausgeglichen ist, könnte man ja meinen, Frauen werden genauso behandelt wie Männer. Das steht da aber natürlich nicht. Ne? Also wenn man dann in die Daten hineingeht, merkt man, dass es gibt durchaus qualitative Unterschiede, auch in der Wahrnehmungsebene von den Abgeordneten, wie sie dort behandelt worden sind. Das Zweite, was auffällt, sind diese starken blauen Ausreißer 79 bis 1992. Das lässt sich aber auch relativ schnell auflösen. Hier habe ich mal Thatcher rausgerechnet und dann ist es wieder ausgeglichen. Also Margaret Thatcher als Premierministerin kriegt natürlich extrem viele Zwischenrufe. Wenn man sie rausrechnet statistisch aus dieser Grafik, dann ist es wieder, haben wir wieder ein relativ ausgewogenes Bild in diesen Parlamenten. Ein weiterer Vergleich, den ich angestrengt habe, ist dann mal zu schauen, gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen Tory- und Labour-Frauen beispielsweise? Auch hier ist es so, es ist relativ ausgeglichen. Es gibt zwei größere Ausreißer. Der eine Ausreißer, hier habe ich auch schon Thatcher rausgerechnet im Übrigen, aber nur Thatcher in den Regierungsjahren als Premierministerin, wo ich Thatcher jetzt hier noch nicht rausgerechnet habe, 74 als Leader of Opposition. Dieser Ausschlag 1974 kommt auch im Grunde nur zustande, weil Margaret Thatcher Leader of the Opposition war. Der Ausschlag 97 im ersten Blair-Kabinett ist im Grunde fast allein auf Anne Whitcomb zurückzuführen. Eine sehr konservative Abgeordnete, sehr streitbar, die im Grunde auch jetzt wiederum bekannt geworden ist durch ihre sehr starke Brexit-Meinung. Gehen wir mal zum Bundestag über. Ich habe mal, weil für den Bundestag ist es ungleich komplizierter, wenn es um die Zwischenrufe geht. Ich habe hier mal, das ist ja keine Ontologie im Sinne von, also ich habe nur einmal Kategoriensystem aufgeschrieben, was für stenografische Ontologien existieren in den Akten des Deutschen Bundestages. Und hier habe ich schon ein bisschen vereinfacht. Ich habe beispielsweise, wenn es also einen Eintrag gibt, Heiterkeit groß erneut,
und Heiterkeit erneut groß. Dann habe ich einfach gesagt, es ist das Gleiche und dann zusammengepackt. Aber was Sie hier sehen, ist etwa das, was einer Ontologie bei Zwischenrufen notiert werden kann. Es gibt also schon allein bei Beifall extrem viele Abstufungen in der Stärke, in der Dauer des Beifalls, die man beachten muss, wenn man sozusagen sich diese Zwischenrufe anschaut. Wenn man es zum Beispiel für Heiterkeit sich anguckt, hier habe ich mal Heiterkeit für alle Bundestage bis zum 12. Bundestag zusammengefasst, die vier wichtigsten Fraktionen mal eingerechnet, also Grüne, FDP, CDU und SPD, und mal geguckt, wie so die Heiterkeit sich entwickelt hat. Wie gesagt, alle Formen von Heiterkeit. Das habe ich jetzt nicht disambiguiert. Und dann sieht man im Grunde so bestimmte Muster hier, ne? Also was deutlich auffällt, ist eine gesteigerte Heiterkeit der Union ab den Regierungsjahren der SPD, die sich aber weiter fortführt in die Kohlzeit hinein. Was man auch sieht, ist eine relative Befriedung der Heiterkeit im 5. Bundestag. Und ich kann da auch sagen, dass wenn man quasi eine weitere Grafik sich anschaut, Zustimmung in alle Formen, sieht man das noch deutlicher. Der 5. Bundestag, so mag nicht doll überraschen, ist die Große Koalition. Und wir haben also egal wie ich das jetzt so drehe und wende und was ich mir auch immer anschaue an diesen Zwischenrufen, die im Protokoll stenografisch erfasst worden sind, ich habe immer diesen Knick im 5. Bundestag beispielsweise. Das ist ein typisches Phänomen. Typisch ist eigentlich auch, dass die Regierungspartei weniger Zwischenrufphänomene hat als die Oppositionspartei. Aber es gibt hier Ausnahmen. Beispielsweise der 10. Bundestag, wir sehen es auch hier bei der Zustimmung deutlich, dass der 10. Bundestag ist ja im Grunde schon die Kohl-Ära. Und dennoch hat die Regierungspartei die höchste Zustimmungsäußerungen im Parlament gegenüber der Oppositionspartei. Vielleicht auch noch nebenbei bemerkt, ich habe das gerechnet quasi, das sind die relativen Werte, auch die Grafik davor. Ich habe es durch die Zahl der Sitzungen im jeweiligen Bundestag gerechnet, um so eine Art Relation zu bekommen, weil jeder Bundestag hatte unterschiedliche Längen. Und um das irgendwie dem irgendwie gerecht zu werden, habe ich es durch die Sitzungszahl dividiert. Warum das so interessant ist, diese verschiedenen Unterformen von Zwischenrufen zu erfassen, zeigt sich hier vielleicht auch an dieser Grafik. Also lebhafter Beifall, also nur Beifall lebhaft, auch wieder relativ auf Sitzungen runtergerechnet. Wir sehen hier deutlich die Befriedung des Parlaments im Sinne von lebhaftem Beifall hin zum 5. Bundestag. Jetzt habe ich natürlich hier den Schnitt gemacht und was ist eigentlich danach? Danach geht es ein bisschen wieder hoch, aber nie wieder so hoch, wie wir den lebhaften Beifall hier erleben in den ersten Bundestagen. Problem ist hier aber, die Stenografen mögen ihre Praxis, was lebhafter Beifall ist, geändert haben. Kann man nicht nachweisen. Ich habe nichts gefunden dazu, es kann aber sein. Ja, also das muss man einfach auch hier nochmal kritisch dazu sagen. Jedenfalls haben sie es nicht so deutlich geändert, dass man vielleicht diesen ganz krassen Rückgang von lebhaftem Beifall erklären könnte. Kurze Grafik, auch nur ganz kurz erklärt. Hier habe ich alle Formen von disruptiven oder auch akklamativen Formen zusammengerechnet und für die CDU und für die SPD mal vergleichend zusammengepackt, um auch mal zu zeigen, wie viele Formen von disruptiver, akklamativer Zwischenrufform bestanden haben. Man sieht vor allem hier ganz deutlich, dass der 2. Bundestag mit disruptiven Formen bei der SPD sehr hoch war. Ja? Also dass der 2. Bundestag offenbar sehr stark durch die SPD dynamisch begleitet wurde. Wir sehen die Umkehrung dann, sobald die SPD an der Regierung ist, durch die Union wiederum. Und auch hier haben wir wieder das Phänomen, das sich schwer erklären lässt, warum am 10. Bundestag, jetzt wo Kohl eigentlich an der Macht ist, die CDU, das nicht sofort umgekehrt hat und die SPD sofort wieder der deutlich stärkere Anteil ist an Zwischenrufern. Das ist noch eine besondere Qualität, die zu erklären sein wird. Ich erkläre noch ganz kurz, was alles noch dazugehören könnte. Ich habe für die Frauen vor allem mal etwas gemacht, was Spannendes, wie ich finde. Ich habe herausgefunden, dass die ersten Damen im Bundestag meine Herren und Damen ansprechen. Also die Begrüßungsformel, wenn sie anfangen zu sprechen, Herr Präsident, meine Herren und Damen. Und dann habe ich mir mal den Spaß erlaubt zu gucken, wie sich diese Floskel im Bundestag weiterentwickelt hat. Und wir sehen im Grunde, das ist ein Phänomen, vor allem aus den Anfangstagen des Bundestages. Es hat nochmal einen kleinen Knick im 5. Bundestag. Da war Lieselotte Funke stellvertretende bzw. Vize-Bundespräsidentin. Da war sie nur sehr wichtige Sprecherin für die FDP-Fraktion und dadurch hat sie auch gesprochen und sie hat das benutzt und deswegen ist es so häufig. Aber wir sehen, diese Form geht langsam zurück. Also so könnte man auch schauen,
sozusagen in die Formen von Sprechen von Frauen, was ändert und wie wollen sie sich sichtbar machen, wie haben sie versucht, hier eine gewisse Bedeutung zu erlangen im parlamentarischen Sprechen. Und darunter habe ich mal so einen Plotfile gemacht, habe ich mit Endkong erledigt von zwei Debatten, wo Grüne Abgeordnete erstmals auch sprechen im Bundestag. Da geht es unter anderem auch um die sehr bekannte Rede von Waltraud Schoppe, die Sie ja vielleicht auch schon mal gehört haben. Und da sehen Sie einfach nur, ich habe geschaut nach Lachen, sozusagen, das ist die stenografische Begriff für Auslachen. Das ist nicht Heiterkeit, wir sind lustig alle miteinander und lachen über einen Witz, sondern das ist im Grunde das höhnische Lachen, was damit gemeint ist. Und wir können eigentlich relativ deutlich im Plot die Reden der grünen Sprecher hier erkennen, auch der beiden Damen. Das nur so, solche Heatmaps könnte man fortführen, also für beispielsweise die Visualisierung von Beifall für ein paar ausgewählte Debatten. Damit kann man vor allem gut zeigen, den Unterschied zwischen Haushaltsdebatten und Fragestunden beispielsweise, die kann man sehr gut visualisieren mit solchen Dingen. Das ist dann, wie gesagt, das Endkong-Tool. Ja. Und damit komme ich im Grunde zum Ende erstmal und würde ganz kurz nochmal das Video zeigen vom Anfang, damit Sie nochmal schauen können, ob Sie da nochmal Sachen wiedererkennen, die mich eigentlich interessieren. Miss Gibson, it's very good to you all the choir, but what I would say is, I personally don't mind singing, but I certainly can't allow it in the chamber. Because before we know it, we could hear other tunes, and I don't want to get into that. So, you know, and some of them haven't quite got the voice on this side of the chamber as what they might have on there. So please, I don't want to sing off within the chamber. It's very good of you, much appreciated, but if you can just leave it for a little while, it's been very tense week already, I just don't need any extra. Thank you. Okay, und damit bin ich beim Ende.